Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 am Sonntag. Ich bin euer Basti und ich wünsche euch ein wunderschönes Osterfest und einen gemütlichen Sonntag. Ja, wir sind wieder bei den beliebtesten Leveln und wollen mal reinschauen, was es da alles gibt. Das zweite Level haben wir sogar schon gespielt mit Wii Sports und auf Platz 1 steht Poplar Minigames Remix 2. Minigame, Timing, Aim, Control, Fast, X2, Speedrun, Have Fun, 40%ige Abschlussrate. Wir schauen rein und heute zu Ostern geht's ab. Vielleicht kriegt man Osterlevel, mal gucken. Auf geht's. Okay, Timing, da wollen wir mal so schauen. Okay. Da wollte ich wahrscheinlich etwas zu viel. Okay. Das ist nicht gut gewesen. Müssen wir vielleicht doch ein bisschen warten. So, sehr gut. Sehr schön. Die 10er Münze nehmen wir mit. Dann geht's weiter hier durch. So, Aim heißt ja zielen, ne? Okay. Oh, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Control und wir haben einen Speicherpunkt bekommen. Okay. So, wir müssen den Pilz drüber befördern. Ach, hat alles wunderbar geklappt. Sehr gut, den Schlüssel haben wir auch bekommen. Wunderbar. Und jetzt müssen wir schnell sein. Wahrscheinlich ein Spike Run. Nee. Okay, das war... Das war zu langsam. Das war sehr, 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 sehr langsam. So ein Käse aber auch. Okay. Das Ganze nochmal machen. Na gut. Aber das ist auch halt total blöd da, mit der Pfeile da diese Münzen abzuknallen, ne? Okay, fast. Ich muss also schnell sein. Okay, schnell rein. Die Bombe wäre fast schon wieder explodiert. Aber... Oh Gott. Ich muss schon wieder schnell sein. Schnell weg hier. Okay. Jetzt müssen wir aber noch schnell rennen. Und es gibt einen Speicherpunkt, das ist natürlich sehr gut. Ein kleiner Speedrun hier am Ende. Kann ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Leben gibt es genug, also für die Herausforderung alles gut und wir sind durch. Der kleine Fehler mit den roten Münzen ist mir doch zu verzeihen, würde ich sagen. Okay. Sehr schöne Level, besser als Refreshing. Und da war jemand ziemlich schnell noch. Egal. So, wir gucken mal, das hatten wir durch. Das ist Refreshing, das sieht aus wie ein Speedrun mit einer Abschlussrate von 5% oder 55%. Sammle alle 50er Münzen und erreiche das Ziel. Naja, wir schauen mal, ob wir hier durchkommen. Dum, 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 dum. Okay, das war natürlich schon wieder total bekloppt hier. Okay, okay, okay. Ich habe hoffentlich ausreichend Zeit. Willst du mich verarschen? Bin ich jetzt wieder zurück? Ja, ich muss zurück. Okay. Ich glaube, 55% war ja die Abschlussrate, ja. Ich habe mich zwar an manchen Stellen ein bisschen blöd angestellt, aber... Naja, wir sind auf jeden Fall durch und das ohne Tod.
Ja, 9 Sekunden, zu langsam gewesen. Ist egal, es ist Ostern, wir wollen alles ganz ruhig angehen. Musiklevel, Kunstlevel, kurz und knackig gegen die Zeit. Was haben wir denn hier für eine Abschlussrate? In 16 Sekunden kann man das schaffen, 32%. Also wenn es ein Speedrun ist, wollen wir doch hoffen, dass alles funktioniert. Auf geht's. Du. Ja, schöner Speedrun. Ich habe das Ziel schon gesehen. Sehr gut. Okay. Ja, kann ich mitleben. Alles relativ kurz gehalten, aber passt schon. Da war noch jemand viel schneller als ich. Egal, wir sind durch. So, Musik, Kunst, Musik, Kunst. The Colors of Music ist ein Musiklevel, ein Themenlevel, das haben wir schon gespielt. Fly Me to the Moon, Musiklevel. Gegen die Zeit, Speedrun, Run, 23,20 Sekunden. Wir schauen mal. Auf geht's. Ich glaube, sowas ähnliches haben wir auch schon gehabt. Ja. Sowas ähnliches haben wir definitiv schon gehabt. Okay, müssen wir doch schauen. Hier passiert so viel auf dem Monitor. Das war knapp. Düm. Sehr gut, hier kommen wir durch. Hier müssen wir uns wahrscheinlich nochmal ducken hier, oder? Ne, müssen wir nicht. Einfach nur hier durch. Sind wir schon am Ziel? Ja, wir sind schon am Ziel, sehr gut. War ein Speedrun, der war okay. Aber die Speedruns kriegen ja von mir sowieso meistens, wenn sie nicht unbedingt ein Refreshing am Ende haben, kriegen die ja von mir sowieso ein Like, ne? Das ist alles in Ordnung. Cool, Platforming, Pond Hopping. 5%? Könnte schwierig sein. Pond Hopping, ist das hier mit diesen... warum soll ich da spinnen? Okay. Da hätte ich wahrscheinlich gleich nach links gekonnt. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall geschickt hier. Okay, auf dem Monty muss ich dann abspringen. Läuft bis jetzt ja eigentlich gar nicht so. Okay, ich hätte es wahrscheinlich noch mal probieren können, wenn ich da zurückgeschwommen wäre. Aber ich denke mal, wenn man sich da tötet. So, jetzt hier rüber. Was habe ich denn noch? Ich habe noch Zeit, ne? Okay, Checkpoint, sehr gut. Da muss ich rein. Nein. Jetzt komm ich da nicht mehr rein. Ich hätte nach oben drücken müssen. Mann, ich war doch eigentlich schon relativ weit. Ach so, es gibt einen Checkpoint. Stimmt. Braucht man ja alles nicht nochmal machen hier. Oh, jetzt bin ich aber schnell runtergerutscht da. Ui, war ich ein bisschen zu flink, ne? Da geht's rein. Geht's jetzt weiter zum Checkpoint?
Okay. Das Ziel. Scheiße, ich wollte eigentlich abspringen auf dem Trampolin, ne? So. Okay, gut. Schöne Geschicklichkeitssprünge haben wir ja relativ gut gemeistert. Natürlich von der Zeit her braucht man nicht drüber reden, ne? Eine Minute. Schneller geht das eigentlich über eine Minute, aber ist okay. Okay, jetzt müssen wir ein paar Puzzle Games machen hier. Mario muss rätseln. Naja, mal sehen, ob wir auch ordentlich rätseln können hier. Bin mir nicht so richtig sicher. Okay, Start. Da brauche ich eine Tür. Okay. Wir gehen einfach mal da rein. Es dreht sich immer mal wieder hier. Ich habe zumindest einen Schlüssel bekommen. Nice. Es wird mir sogar angezeigt, wo ich draufklettern muss. Jetzt komme ich da oben rein. So, jetzt muss ich den betätigen, komme da zurück und kann mir den Schlüssel holen. Ich muss auch wieder nach oben, ne? So, sehr gut. Genau. Sehr schön. Okay, das geht nicht. Muss ich da wieder zurück? Ach ja, ich bin ja durch die Tür gekommen. Das ist alles richtig rum. Okay, jetzt sind die beiden kaputt. Ach, jetzt kann ich dort oben durch. Okay, jetzt bin ich groß. Und kann mir jetzt den Schlüssel holen. Muss natürlich wieder hier zurück, damit ich in die Tür komme. Ja. Okay. So, Speicherpunkt. Da komme ich nicht rein. Die hole ich mir mal. Dann komme ich da raus. Dann ist theoretisch gesehen eine Feuerblume da. Okay. Die brauche ich, um dort oben reinzukommen. Okay, jetzt ist dort ein Block. Was kann ich mit dem Block machen? Schiebt er mich hier hinter? Ja. Ah. Jetzt fehlt mir aber der Block hier. Kann ich das betätigen? Dann kommt hier... Aha. Super. So, da rein. Da durch. Und hier in die Röhre. Oh, das ist gut gemacht. Da passt alles irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, jetzt kann ich da unten rein. Und dann bekomme ich hier die rote Münze. Und kommen durch die Tür. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg wieder zurück, ne? So. Jetzt dreht sich das Ganze wieder. Ja. Sehr cool. Oh.
Okay, okay. Ich habe schon gedacht, ich falle in das endlose Loch. Aber sehr geil. Inverse Puzzle Game war das. So, schauen wir mal. Yoashobi Musik, Technik, Underground, Plattform Level. Abschlussrate mit 6%. Na, mal sehen, wie wir uns hier anstellen. Ich hoffe doch mal, ich kann gut in den Ostersonntag springen. Habt ihr denn schon Eier gesucht? Boah, da gab es da einen Pilz vielleicht sogar. Gab es da vielleicht sogar einen Pilz? Ah, den hätte ich da ablegen müssen. Shit. Damit ich in die Röhre komme. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Na gut, vielleicht hättest du auch ein Leben gegeben. Das kann natürlich auch sein. So, und diesmal dran denken. Bitte nicht werfen. Sondern rein da. Genau. Das ist cool. Das ist sehr cool. Wo brauche ich den? Aha. Diesmal musste ich werfen. Bitte gib mir einen Speicher. Oh ja, sehr schön. Sehr, sehr gut gemachtes Level. Okay, jetzt komme ich hier durch. Auf den hüpfen wir mal drauf. Dann machen wir ja weiter. Aber es gab einen Speicherpunkt. Den zweiten Sprung hatte ich ziemlich verkackt, ne? Boah, jetzt habe ich gedacht. Das sind fiese Sprünge. Das muss natürlich alles klappen mit dem Kanonen, ne? Cool. Wenn das alles so funktioniert, ist das ein richtig gut gebautes Level. Den einen Tod, den hätte ich mir sparen können, wenn ich am Anfang richtig geguckt hätte. Ja, 18 Sekunden ist da jemand schneller gewesen, aber damit kann ich vollkommen leben. Okay, gegen die Zeit. Speedrun, 56% sollte kein Problem für uns sein. Vielleicht steht da ja fröhliche Ostern, sammle mindestens 300 Münzen und erreiche das Ziel. Heißt also, ich muss alle Münzen wahrscheinlich einsammeln. Ich hoffe doch, ich verpasse nicht wirklich irgendwas. Ah, okay, ich denke mal, es gibt mehr Münzen, als man eigentlich braucht. Ja. Ja. Ich habe 380 gesammelt und 300 hätte ich nur gebraucht. Also eigentlich ein relativ simpler Speedrun. Das sieht man auch an der Zeit. Ein paar Tausendstel war jemand schneller. Passt schon. Musik-Speedrun. Okay, den nehmen wir mit. 28%ige Abschlussrate. Dann lauschen wir mal der Musik und rushen hier durch. Los geht's. Ersten Teil geschafft. Zweiten Teil geschafft. Und am Ziel. Wow. Geil. So. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Dann geht's wieder in den schönen Ostersonntag. Und ja. Ich genieße meine freien Tage, deswegen kommen nicht so viele Videos über Ostern, aber danach geht's wie gewohnt weiter. Auf geht's.
Okay. So. Okay, hier nach oben, da runter. Dann hier durch. Alles klar. So, Schlüssel haben wir auch. Sehr gut. Puh, läuft. Wie sieht's denn aus von der Zeit her? 100 Sekunden. Oh, da kommt noch ein Ei geflogen. Ja, das passt zu Ostern. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, ein Speedrun hauen wir noch raus und dann genießen wir alle unsere freien Osterfeiertage. Wir haben noch einen Speedrun gegen die Zeit. 18 Sekunden, Difficult. 1, 2, 3, 4 von 5 Sternen. Bin gespannt. Wird er mich fordern, dieser Speedrun? Oder klappt das alles? Los geht's. Na ja, gut, ich denke mal, das Schwierige an diesem Level ist wirklich das Verwirrende, weil hier so viel passiert. So. Hä? Hä? Das war ich irgendwie. Muss ich da springen? Eigentlich muss ich doch da nur laufen. Ich verstehe es nicht. Oder da passt irgendwas nicht, weil ich nicht den offiziellen Weg gehe, weil ich da einfach springe, ne? Mir passiert halt einfach zu viel. Okay, diesmal hat es besser geklappt. Ah, das war nur ein kurzes Level. Mein Gott, ey, so schwer war es ja jetzt auch nicht. Aber die eine Stelle, die hat mich irgendwie curry gemacht, so ein bisschen. Die hat mich so ein bisschen curry gemacht. Also, mal gucken, was haben wir denn als nächstes? Snowfield Race. Undertale Music. Refreshing Music. Autoscrolling, Piranha Waterpipes, klassisch, My Final Level, Kaizo ist Technik, Colorful Sky, 20 Sekunden, das wird unser Abschlusslevel für heute. Für Sonntag, für den Ostersonntag, ja, so rum. Auf geht's, los. Ich denke mal, wie gesagt, wenn man das in 19 Sekunden schaffen kann, ist es nicht wirklich... Ist es nicht wirklich schwierig. Nee. Ist wirklich nicht schwierig. Okay, super. Damit haben wir den heutigen Part Super Mario Maker 2 abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Und schöne Ostern.